Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu XCOM to War of the Chosen. Wir haben beim letzten Mal die Forge gestürmt. Nein, wir hatten eine Retaliation-Mission, glaube ich, ne? Was haben wir denn beim letzten Mal gemacht, Leute? Ich denke, wir haben die Forge gestürmt beim letzten Mal. Und haben den Prototypen geklaut. Ich denke, das war das Letzte. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ist schon wieder ein Tag her. Ist schrecklich. Keine Ahnung. So, wir schauen mal, wie es unseren Leuten geht. Es müsste ihnen gut gehen. Die Mission war ja flawless. Wir haben halt das Team, das dabei war. Das ist jetzt für 9 bis 10 Tage ein bisschen müde. Das ist vollkommen okay. Elena hat sich in 5 Tagen oder wird sich in 5 Tagen wieder erholt haben. Wir bauen uns jetzt endlich mal so ein kleines Labor. Psi. From our world, and now they would weave it into something new, something born of an even more vicious and intolerable process. Ja, hey, warum nicht? Wenn wir Bock drauf haben. Ja, Psionics werden wir in 3 Tagen da erforscht haben. Ich weiß nicht, ob wir jemals einen Psioniker benutzen werden. Wir haben auch gar keinen Rekruten mehr, den wir jetzt so umschulen könnten irgendwie. Da müssen wir mal schauen. Vielleicht möchte ja jemand noch ganz spät einsteigen ins Spiel. Nee, ich weiß nicht. Wir werden uns, glaube ich, einen Psioniker hochzüchten irgendwie. Aber ob der jemals zum Einsatz kommt, fraglich. So, was ist denn hier in der Armory neu? Ach so, wir können Soldaten, Dingsen und so weiter und so fort. Was hier? Illyriumkerne haben wir noch. Ja, das ist schön. Nee, ich denke, wir haben hier gar nicht so viel zu tun, ne? Intel brauchen wir angeblich. I have no doubt your recovery of the unknown specimen and the destruction of this facility will prove to be a turning point, Commander. Excellent work. Ach, das soll jetzt der Wendepunkt sein, du. Ich glaube, den Wendepunkt, den haben wir schon längst erreicht. So, was können wir denn noch bauen hier? Ja, hier bauen wir uns irgendwo noch ein Türmchen hin. In Afrika, da kommt ja nur Südafrika in Frage. Nö, dann nehmen wir Westafrika direkt. Dann ist nämlich unser Labor noch ein bisschen mächtiger. Ansonsten gibt es hier wahrscheinlich Assorted Loot oder sowas, ne? Denke ich mal. Ja, genau. Braucht kein Mensch. The outcome of this research can only further our advances, Commander. So, das Psi-Lab können wir jetzt bauen. Machen wir auch gleich. Und Modular Shotguns, die hatten wir vorher schon. Also wenn ihr Ranger irgendwie an eure Shotgun, weil ihr die andere nicht benutzen wollt, noch was dran haben wollt, dann sagt's mir einfach. So, und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal nichts, sondern wir kümmern uns um die Shadow Chamber. Ich certainly admire the courage and tenacity displayed by our troops in the field. Ah, da brauchen wir erstmal Energie. Well-armed, well-trained enemy. And yet, they never waver in their loyalty to the cause. Ja, bin ich hier richtig? Wo bin ich gerade? Power Relay, ja, passt. Power Relay upgraded. So, reicht das jetzt für, um hier abzugraden? Commander, we pushed our current power systems to the limit. We don't have any capacity to spare, which means we can't expand our facilities further. Consumption reached. Für das Psi-Lab brauchen wir nochmal 5. Und 20 Kristalle. Haben wir nur ein Power Relay? Ne, wir müssen doch eigentlich 2 haben, oder? Mit einem kommen wir doch niemals hin. Ja, hier unten ist noch eins. Alles klar. So, dann können wir hier nämlich noch jemanden reinsetzen. Okay. So, und da haben wir auch genug Energie. Das reicht so schon. Ist ja cool. Pushed our current power systems to the limit. We don't have any capacity to spare, which means we can't expand our facilities further. Das ist okay, wir haben eh keinen Platz mehr, Jen. So. Okay. Shadow Chamber haben wir geupgradet. Da ist unser super tolles Psi-Gate. Ich weiß gar nicht, was das macht. Was macht denn das? Provide power to mysterious connect Shadow Chamber computing array for. Ja, keine Ahnung. Was das Ding macht. So, was nehmen wir denn? Die Codex-Data, den Stasis-Suit, den haben wir gerade erst, oder das Gate könnten wir auch untersuchen. Das
Ja. Das Geld kostet uns 20, Gott, 10 Kristalle, um es zu untersuchen, dauert 10 Tage. Wir fangen ruhig mit der Codex-Data an, ne? Das haben wir schon am längsten. So, dauert 10 Tage. Bis dahin ist unser Labor noch locker nicht fertig. Es hätte ich viel früher bauen sollen, ne? Ich habe da schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Dachte mich, oh ja, machen wir es nicht. Euch auch nicht. Ja, für den Templar, das können wir immer noch nicht bauen, weil der noch kein Captain ist. Wow! Das ging jetzt tatsächlich mal schnell. Ist da irgendwas dabei, was wir machen wollen? Das ist meine Frage. Hier gibt's Sealed Armor. Ach, gegen Eis sind die dann auch immun? Oh, das ist natürlich nicht so schön. Das Hidden Event. Da würden wir noch einen Wissenschaftler bekommen. Das wäre natürlich ganz cool. Und hier würden wir Intel bekommen. Ich glaube, wir machen das hier, oder? Wir haben einen Heavy Mac, einen Elite Shieldbearer, Elite Trooper, Spectre, Sektoid, Gatekeeper, Elite ja, also eine Mischung aus Gift und Bluescreens brauchen wir. Ja, die Folge ist jetzt gerade mal 6 Minuten lang, also ich würde sagen, wir gehen das hier noch an, oder? So, ich schmeiß mal gerade alle raus und dann stellen wir uns unser Team selber zusammen, weil so wie das gerade aussieht, ist das nicht so cool. So, wir haben Johnson und Frank müssten wir auch zur Verfügung haben, ne? Ja, so, wir haben Johnson und Frank. Perfekt, dann brauchen wir noch irgendwie einen Heavy und einen Spezialisten. Gecko und Fafnir könnten wir mitnehmen. Ja, wir haben gar nicht so viele Leute zur Auswahl, ne? Also Gecko und Fafnir und Luna und Jin werden es wahrscheinlich. Da haben wir 2 Scharfschützen mit. Das ist ein bisschen sinnlos, aber so sieht's aus. So, Gecko, wo ist Fafnir? Und Jin und Luna. So. Dann wollen wir mal. So, Luna als Heavy bekommt hier, obwohl sie natürlich ihre Rüstung super dolle mag. Sie hat schon wieder keine Arme, ne? So lustig, dass sie keine Arme hat. Bekommt hier auf jeden Fall die Rage Armor mit dem Blaster Launcher natürlich dran. Dazu gibt es eine lustige Frost. Granate, das nicht. Eine lustige Frostgranate und Bluescreen Rounds. Wo sind sie? Da sind sie. So, Jin kann eigentlich so bleiben. Der müsste richtig ausgerüstet sein, bis auf die Munition, denke ich. Jo. Der gute Mann bekommt, Gift. Ja, dem geben wir mal Gift mit. Und eine Granate. Oh, wir nehmen auf jeden Fall ein Flashbang mit, würde ich vorschlagen. So, da haben wir hier Fafnir. Da muss ich noch mal gucken, wer von den beiden 80 hackt. Ich glaube, Gecko hackt besser, ne? Ja. Viel besser hackt der gute Mann. So, der hat Sunny dabei, das ist klasse. Der bekommt den Skyjack und was gehen wir in dem Dragon Rounds vielleicht? So, Dragon Rounds für dich. So, Fafnir. Kommt auf jeden Fall ein Medkit mit, damit wir wenigstens eins dabei haben. Und Bluescreen Rounds. Obwohl, ich gebe ihm eigentlich super gerne.
Ich glaube, das mache ich auch. Ich gebe ihm einfach Panzerbrecher mit. So, dann gibt es hier einmal die Icarus-Rüstung. Dazu gibt es ganz tolle Bluescreen-Rounds und ein Mind-Shield vielleicht. Oder noch einen zweiten Flashbang. Ja, ein Flashbang als Reserve. Frank guckt sowieso irgendwo hinten rum meistens. So, hier gibt es einmal Serpent Armor. Dann gibt es die Arashi, der Katana und dazu Talon Rounds. So, haben wir jetzt irgendjemand mit Feuer dabei? Ja, haben wir. Okay, in dem Fall würde ich sagen, wir sind bereit und können... Oh, haben alle die richtigen Waffen? Sie hat Mondstein dabei. Sunny dabei. Jo, sieht korrekt aus. Ah, da wird mir aber auch das ganze Team fast bis auf Gecko hinterher ausfallen. Denke ich, weil die alle schon ein bisschen müde sind oder noch ein bisschen müde sind. Schauen wir mal. So. Lass mal was trinken hier. Nam 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 nam. So, wie sieht's aus hier? Geht's voran? Ah, ich habe gar nicht geguckt, was wir eigentlich machen müssen. Das war natürlich clever von mir. We're picking up a steady stream of communication from the hidden alien comm relay uploading data to the advent in this region. We have to take advantage of every opportunity to disrupt the aliens' progress on their latest operation. So we're moving in to destroy the relay before they complete the transfer. Don't leave any hostiles standing. Das ist natürlich eine von den Missionen, die ich überhaupt nicht mag. Tunnel. The communications relay is up ahead. Move in and destroy the target. So, aber das scheint immer einigermaßen gleich aufgebaut zu sein, tatsächlich, ne? So, Johnson, komm mal nachgucken, ob hier irgendjemand. Moving out. Hostiles making the rounds. Ja, da ist jemand. Na gut, die müssen wir da halt gleich rausnehmen. Aus dem Hinterhalt am besten irgendwie. So, kommen wir alle da drüben irgendwo in Deckung? Was sind das eigentlich für Typen? Ein Shieldbearer und ein normaler Trooper, wie es aussieht. Ach, hier kann man auch durch. Das heißt, Fafnir und Gecko können wahrscheinlich hier drüben dann in Deckung gehen. Und los geht's. Ach, von da aus sehen die aber nichts, ne? Nee, die müssen wir noch ein bisschen ranlocken, die Leute da. Rücke zur Zielposition vor. Ach, wir haben eine zusätzliche Frau dabei. Ja, ist ja cool. Schön, freue ich mich. Ich weiß nicht, was ich mit ihr mache. Mal schauen. So, Jin ist auch mega langsam irgendwie. So, wen wollen wir denn hier anschießen? So, Luna. Ja, schieß mal den Roboter an, das passt schon. Gegen den machst du sehr schön Schaden. Sie haben uns. Geht direkt in Overwatch. So ein Pimmelkopf. Ich habe nämlich Frank noch nicht bewegt. So, seht ihr jemanden? Ja.
Sehr gut. 65% nur. Das ist nicht so cool. Aber ist egal, treff mal. Er hätte so nicht shredden müssen, eigentlich. Hat er. So, jetzt sind wir hier auch bei 70% immerhin. Perfekt, nicht das schlecht. Läuft auch heute wieder. Nee, es war echt nicht schlecht. So, hat irgendjemand von euch. Nee, ne? Shadow Step oder sowas hat keiner von euch. Nee. Das wäre aber cool, wenn das jetzt jemand hätte irgendwie. Löse ich das Ganze denn? Ja, dann muss hier leider die Tarnung jetzt auffliegen, würde ich sagen. Ich meine, der muss halt weg, der Typ. Weil der da im Overwatch steht. So, der hockt halt ganz da hinten am Rand. Und los geht's! 87%. 10% Crit leider nur. Das heißt, er lebt noch. F-Damage. Und Jin kommt nicht in Schussweite. Ah, sie kommt in Schussweite. Oh Gott, das wird kein guter Schuss, ne? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Kann Jin den nicht von hier aus sehen? Irgendwie so durch die Tür oder sowas? Ja, schau mal nach. 55%. Du schaffst das. Ich glaube an. Not even close. Ich. Ja. Nicht mal knapp, sagt sie. Toll. Geht in Ordnung. Ja, in dem Fall. Mir entgeht nichts. Keep the pressure on. Der zieht sich zurück. Von da aus sieht er doch niemanden mehr. So, wir haben noch 8 Runden Zeit hier irgendwie. Das heißt, wir müssen den Druck hier ein bisschen aufrechterhalten. Wir haben nämlich auch noch 30%. Ja, klar, ey. So, wir haben nämlich noch 8 Gegner irgendwo rumzugurken. Kein Problem, Boss. So, Luna, komm, mach ein bisschen Druck. Was die heute wieder alles treffen. Was sagt ihr dazu? Das ist unglaublich. Finde ich krass. So, kannst du dich tarnen? Oh, du kannst dich gar nicht tarnen. Du bist einer von meinen Jungs, die sich nicht nochmal tarnen können. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Ich will mit meinem Scharfschützen auch nicht so unbedingt jetzt vorrennen und Speer spielen. Genug erwartet. Ein Autoloader hat er dran, oder? Ja. Was ist da drüben? Du könntest eigentlich mal bis zu Luna nach vorne stürmen. Ah, da gibt es nicht so richtig Deckung. Da lasse ich Gecko und Fafnir auf jeden Fall aber bis hierhin stürmen. Los geht's! Bin gleich da! Scanne Gebiet! So, und Jin? Wohin mit Jin? Vielleicht hier auf die linke Seite, da ist er zumindest ein bisschen dichter dran. Ja, wird schon nichts passieren, genau. Das ist die richtige Einstellung, weißt du? Achso, sie kann nicht, sie kann auch nicht nachladen oder sowas. Ja, ich weiß gar nicht, was ich hier mit meinem Kanonenfutter machen soll. Moving to designated position.
It's killing time. Ich meine, die trifft ja eh nichts und so, von daher. Bitte Feuerschutz! So, nichts zu sehen. Und ich habe echt niemanden, der sich tarnen kann. Das ist ein bisschen traurig. Da hätte ich so super gerne einen Speer. Not a problem. So, 7 Runden noch. Wir brauchen noch ungefähr 3 Runden, um davor zu rücken. Und das müsste eigentlich reichen, denke ich. Natürlich. Oh, na perfekt. Rücke aus. Ach, und das war genau das eine Feld, oder was? Geil. Stehe ich ja voll drauf, wenn das passiert. Jetzt komme ich. Okay, alter Angeber. Ach, Pfaffen hat leider kein Run and Gun. Ist ein bisschen schade. So, den hier müssen wir irgendwie ausgeschaltet bekommen. Der ist gefährlich. So, wenn ich jetzt hier vorrenne, bekomme ich bestimmt noch einen Pull. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Deswegen werde ich wahrscheinlich Run and Gun benutzen, um mich noch ein Feld weit zu bewegen gleich. Ist natürlich ein bisschen deprimierend, aber hey, was soll's. So, warte mal kurz, Jin. Ne, der kommt leider nirgendwo an, der gute Mann. Das war ein Kill. Den habe ich ganz sicher erwischt. Nice. Er lebt noch, weil er sich geduckt hat. Ja, hat er. So ein Bastard. Was hat denn der noch? Er hat noch 3 Lebenspunkte. Ja, einmal Run and Gun, weil ich will ihn auf jeden Fall in Deckung haben, hier aus der Richtung. Das waren 15 Punkte Schaden. So, ja, dann kommen wir nach hier vorne. Da kannst du in Overwatch gehen mit Gecko. Und die haben ja diesen Overwatch, dass die auch reagieren dürfen, wenn der Gegner auf sie feuert. Oder sonst irgendwas plant. Das ist natürlich super cool. Ja. Ganz genau so nämlich. So, brauchen wir eine Runde, um nachzuladen? Können wir uns eine Runde leisten, um nachzuladen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nein, ich denke nicht. Ciao. Gehen wir ganz hier hinten oder gehen wir hier vorne lang? Ich gehe hier vorne lang. Oh, guck mal, ein Codex ist auch dabei. Und noch ein Spectre.
So, und da müsste irgendwo, glaube ich, noch eine Dreiergruppe rumgurken, ne? Klingt machbar. Klingt machbar, sagst du? Ja, das freut mich doch. Ich kann die ganz knapp nicht beide einfrieren. Den hier könnten wir töten tatsächlich. Ah, hat sich geduckt. Schweinebacke. Vielleicht eine Fleischwunde. Nach hier vorne klont er sich. Das war natürlich dumm von ihm. Da vorne wird er nämlich sowas von auseinandergenommen. Los. Wo ich mit euch hingehe, weiß ich noch gar nicht so genau. Du hast die Kraft. Oh, du hast die Kraft, das ist schön. So, Luna darf den hier einmal markieren. Oder ihm direkt 14 Damage reindrücken, geht auch. Reservemunition. So, da ist nämlich dein Job, den markierten Gegner zu erledigen, Frank. Oh. Daneben. Schießt er echt direkt daneben. Gibt's doch nicht. So, Johnson könnte jetzt hier durchtoben irgendwie. Ja, die beiden muss ich jetzt leider trennen irgendwie ein bisschen. Ist schade. Wechselposition. 178, 71, das geht alles. Ist es auch sicher? Nee. So, ich brauche 3 Schüsse, die alle treffen müssen. Oh, das wird schwierig. Sie kann von hier aus auch eintreffen. Gut, dann versuch du auch mal hier diesen Kodex zu übernehmen. 100%, na geil. Na toll, hat sie gleich mal Lunas Deckung abgerissen. Das war natürlich dumm. So, wen triffst du denn? Vielleicht niemanden. Vielleicht aber doch. Ja, ja, damit bin ich sehr zufrieden. Dankeschön. 71%. Der hat getroffen. Geil. Okay, ich gehe. So, dann kann Johnson hier nämlich ganz gemütlich einen Overwatch für uns bereitstellen. Ah, ist da jemand? Advent-Truppen nähern sich unserer Position. Echt? Dann mal los! Also dann würde ich sagen, werden wir erstmal unsere Position ein bisschen konsolidieren hier. Dass nämlich alle so weit auseinander gerückt sind. Feuerschutz! Endlich! Bestätigt! Überwachung läuft! Waffe geladen! Bin dabei. Also diese Verstärkung hier ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Aber ich denke, wir werden damit schon fertig. Unterwegs. Bin dabei.
wohin mit Jin? Weiß ich nicht. Hat halt auch kein Run and Gun. Ich könnte ihn hier ins Offene stellen einmal. Habe ich aber nicht so richtig Bock drauf, ehrlich gesagt. That's affirmative. Scanning. Ich hoffe, er kann von hier hinten aus vernünftig schießen. Bitte Feuerschutz. Na, dann hier einmal nachladen. Zwei nur? Ah, ich wollte schon sagen. Oh. Okay, besser. Okay, die haben wir beide ausgeschaltet. Es sah gerade gar nicht so aus. Aber so war's. Luna hat gar nicht geschossen. Na toll, Luna. Was ist da los? Oh ja. Oh ja, allerdings. Trigger, geil. So, das wirft uns jetzt so ein bisschen um eine Runde zurück. Wir rücken hier nur ganz leicht vor. Begebe mich zum Ziel. Und auch nur, weil das relativ risikolos ist. Da ist noch eine Dreiergruppe irgendwo. Und ich weiß nicht, woraus sie besteht. Da können wir doch von oben rauf gehen. So, vielleicht kommt er beim nächsten Mal hier. Ja, es müsste klappen. Sehr cool. So, Jin kann hier jetzt endlich zu Luna aufrücken. Schon unterwegs. Und unser Kanonenfutter, ich meine die geschätzte Unterstützung des Widerstandes. Okay. Kann nach hier drüben kommen. Komm jetzt. Na los, zeig dich, die Überwachung läuft. So, hören wir irgendwas? Ist die Gruppe hier in der Nähe, oder? Das erweckt gar nicht so den Eindruck, ne? I'll take the high road. Not a problem. Nee, ich habe keine Ahnung, wo die letzte Gruppe ist. Das heißt, wir können hier gemütlich sitzen bleiben eigentlich. Und warten, dass sie zu uns kommen. Oder wir machen es noch anders. Siegen. Menace 1-5, we've confirmed destruction of the relay. The alien transmission is down. Eliminate any remaining hostiles and move to evac. Bereit für den Angriff. Scanning Gebiet. So, wir lauschen mal, ob wir irgendwo noch. Hier entgeht nichts. Rock'n'Roll. Die restlichen Gegner. Finden. Na los, zeigt euch! Na los, zeigt euch! Ach, da hinten kommen sie, alles klar. Ach, richtig, der Gatekeeper fehlt natürlich noch. Ach, Jin, du hast daneben geschossen. Was? Oh. Das ist doch mal eine heftige Gruppe. Du schießt in die falsche Richtung, Echo. Boah, Trickshot, Alter. Nicht gut.
vorher zweimal geschossen. Und er schießt auch noch ein drittes Mal. So, da dürfte das Ding jetzt gar keine Rüstung mehr haben, oder? Gecko schießt auch nochmal. Zum Glück hat er da nachgeladen. So, und jetzt haben wir daneben geschossen. Ach, guck mal, und unser Kanonenfutter hat den dann im Endeffekt erledigt. So, zwei Runden nur. Warum? Was ist da los? Waffe geladen. Ach, da steht einer. Der zweite steht da drüben. Okidoki. Ja, ich würde sagen, da verfolgen wir heute mal ein bisschen radikaleren Ansatz. Erfasse Ziel! Ich meine, wir haben den Blaster Launcher immer dabei und ich benutze ihn so selten. Ich glaube, einen hat sie erwischt, ne? Nee, hat sie nicht. Also sie sieht leider auch niemanden. So, ich könnte die jetzt beide einfrieren. Ja, ja, klar, warum nicht? Ich habe da jetzt Bock drauf. Das war die absolute Verschwendung und bringt uns überhaupt nichts. Aber wie gesagt, wir haben das ganze Explosivzeug hier mitgebracht. Jetzt wollen wir das auch benutzen. So, mein Freund Johnson. Achso, ist eigentlich noch irgendjemand Major hier und müsste mal befördert werden. Frank, der braucht noch einen Kill. Okay. Du warst kein Gegner für mich. So, sonst noch jemand? Ich glaube, Luna ist auch noch ein Major, oder? Ja. Aber die schießt die Gegner als Heavy halt meistens nur an. Ja gut, okay, Johnson, dann dein Zug hier. Sammel mal ein. Und dann darfst du noch mal dein Schwertchen benutzen, würde ich sagen. Delirium Kern, Superior Laser Sight. Ja, cool. Davon haben wir ja noch nicht genug. So, Schwert oder Schießen, Johnson? Wie sieht's denn aus? Das Schwert haben wir heute noch gar nicht benutzt. So, das sieht aus wie Flawless. Ja, in der Tat. 15 Gegner erledigt. Acht Runden haben wir gebraucht. Jin, super unauffällig, sehr gut getarnt, der Mann. Da kann man nicht maulen. Humanity's Heroes. Ja, so sieht's aus, Jungs. Ne? Ja, also Tunnelmission im Endgame dann mit super Top-Ausrüstung und so machbar auf jeden Fall. Advent officials announced an increase to this month's recruitment quotas. Citizens are encouraged to voluntarily visit their nearest recruitment center. Remember, only together can we build a better tomorrow. Ja, 90% der Schüsse haben getroffen, das ist okay. 7, noch irgendwas Punkte Schaden. Luna hat es hier gerissen, hat keine Beförderung bekommen, leider. Luna, nimm mal deinen hübschen Kopf zur Seite. Ich würde gerne mal gucken, wie viel Schaden wir genau gemacht haben im Durchschnitt. 7,39. Ist okay. Ja, Tunnelmission. Also im Endgame damit Top-Ausrüstung machbar. Wir haben keine Granaten benutzt. Ja, okay, stimmt nicht. Jetzt am Ende haben wir natürlich welche benutzt. Hätten wir nicht benutzen müssen, wir hätten das Ganze auch anders regeln können. Weil es halt die letzte Gegnergruppe war. Ach, guck mal. Gecko und Jin sind noch einsatzbereit. Na, das ist doch schön. So, ein Codex-Gehirn haben wir nochmal mitgenommen. Delirium-Kern, Superior Laser Sight. Ja, und jede Menge Leichen. You and your crew have dealt another serious blow to the aliens' efforts today, Commander. Undying Loyalty. Keine Ahnung, was das macht. Haben wir gekontert und viel wichtiger, wir haben eine Wissenschaftlerin dabei. Das ist doch super. Das heißt nämlich, dass wir in 9 Tagen damit fertig werden. Also es scheint gar nicht so viel gebracht zu haben, oder? Ist ja blöd. Was gibt's hier? Taken from the Elders facility is unknown to my kind. It is something other than ourselves. An attempt at recapturing something lost.
It must be destroyed, as is the fate for all bound creations of the Elders. Genau. Ja, Maria Garcia langweilt sich hier ein bisschen auf der Krankenstation. Elena leistet ihr so ein bisschen Gesellschaft. Aber das war's dann auch schon. Ja, was soll ich sagen? Das war's für heute schon mal, Jungs und Mädels. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und dann schauen wir mal, was beim nächsten Mal so abgeht. Wir werden ja dann... In 2 Tagen gibt es schon wieder einen Supply Drop. Ja, wir forschen hier halt weiter an diesen Codex-Sachen und so weiter und so fort. Da wird es dann bestimmt nochmal eine Story-Mission geben. Ansonsten unseren Leuten geht's gut, ne? Da. Okay, wir brauchen schon so 5 bis 6 Tage, um wieder ein Team auf die Beine zu stellen. Aber das wird gehen. Hoffe ich. Wenn in der Zwischenzeit halt irgendwas kommt, dann. Ja, weiß ich nicht. Lassen wir halt einen Einsatz aus und kommen dann mit den Konsequenzen irgendwie klar anschließend. Das wird schon hinhauen. Wir haben auch noch 100 Intel auf der hohen Kante, die wir nicht brauchen im Moment einfach tatsächlich. Außer um uns irgendwelche AIM-PCS oder sowas zu holen. Ja, läuft. Also, wir haben das Spiel im Prinzip geschlagen, ne? Macht's gut und bis zum nächsten Mal, Jungs und Mädels. Habt einen wunderschönen Tag. Ciao.